bin jetzt 33 Jahre alt. Du meinst so, bist auch, na ja, vielleicht beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal, komm, du hast doch gesagt. Und ja, und schon war es vorbei. Leute, die es gut meinen, hätte ich nicht wegstoßen sollen. Hallo, wir haben uns hier in Frankfurt kennengelernt. Heute ist der 27. Juni. Darf ich das Video auf YouTube hochladen? Das werden viele Menschen sehen, dieses Interview. Ja, können wir. Dankeschön. Stellen Sie sich bitte vor, berichten Sie uns über Ihr Leben. Mein Name ist Mandy. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und bin 15 Jahre auf Heroin abhängig, Opium abhängig. Seit 2013 auf der Straße. Wie hat das angefangen? Ich habe einen Ex-Freund gehabt, der mich reingelegt hat. Wir haben hin und wieder Amphetamin konsumiert. Und irgendwann kam der Tag, da gab es halt braunes Amphetamin. Ich kannte mich nicht aus, ich war 17. Ja. Einmal abhängig, einmal das genommen. So schnell kann man gar nicht gucken, so schnell ist man abhängig. Und das erste Mal, welche Droge haben Sie ausprobiert? Meine allererste Droge, außer Alkohol, war THC. Mit wie vielen Jahren? Auch mit 17. Es war relativ alles zügig aufeinander. Und THC mit wie vielen Jahren? Auch 17. Alkohol meine ich? Oh Gott, 14, 15. Wie ist Ihr Familienhaushalt gewesen, Vater, Mutter? Ich bin adoptiert worden, ja. Mit wie vielen Jahren? Da war ich 6 Jahre alt. Mein Adoptivpapa ist 2006 gestorben. Ja. Kurz darauf habe ich eine Fehlgeburt gehabt. Also bei mir ist kurz innerhalb nicht mal einem Jahr alles auseinandergebrochen. Ja, so konnte man in den Teufelskreislauf rein. Falscher Freundeskreislauf, naiv noch dazu. Da war ich 6,5 Jahre im Programm in Baden-Württemberg unten, im Methadon-Programm. Ja. Bisschen lauter bitte, das Mikrofon. Da war ich 6,5 Jahre im Methadon-Programm in Baden-Württemberg, ja, und irgendwann bin ich auf die Straße 2013. Bin dann durch Deutschland gereist und 2014 bin ich hier gestrandet. Durch Deutschland gereist, so alle großen Hamburg, Städte? Hamburg, Berlin. Ja. Und wo ist die Szene am schlimmsten Ihrer Meinung nach? Frankfurt. Und zweitschlimmste Szene? Ich kenne keine Szene so schlimm, so wie in Frankfurt. In Stuttgart war alles, in Baden-Württemberg ist eher privat. Das heißt, es geht alles so in. Alles, ja, man kennt sich, man hilft sich gegenseitig. Aber so, dass jetzt so auf der Straße steht und jemand ruft, brauchst du Age, brauchst du Stein, brauchst du dies, brauchst du das, gibt's gar nicht. Also das kannte ich vorher nicht. Nee. Und dass jemand auf der Straße steht und spritzt, schon gleich gar nicht. Mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen zu spritzen? Auch mit 17. Ich bin jetzt 15 Jahren auf der Nadel. Aber Sie sagten doch, Ihr Freund hat Sie angelogen, indem er meinte, es gibt braunes Amphetamin. Genau. Aber Amphetamin spritzt man doch gar nicht. Kannst du auch. Aber das haben wir auch gezogen. Also ich habe das erste Mal Age habe ich gezogen, eine Nase. Was ist Age? Heroin. Habe ich eine Nase gezogen und dann hat er sich einen Druck gemacht und meint so, willst du auch? Na ja, vielleicht beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal, komm, du hast doch gesagt. Und ja, und schon war es vorbei. Ja. Und einmal einen Druck machen ist halt was ganz anderes, wie wenn du nur eine Nase ziehst oder Folie raus. Das ist ein ganz anderer Kick. Was haben Ihre Pflegeeltern dazu gesagt? Die haben das gar nicht so mitbekommen. Hm? Ich war auch gar nicht mehr zu Hause. Wie gesagt, mein Papa war ja tot und meine Adoptivmama, ich weiß gar nicht, ob die das mitbekommen hat. Bitte? Die hat das gar nicht mitbekommen. Wie auch, wenn ich nie zu Hause bin. Haben Sie noch Kontakt mit Ihrer Pflegemutter? Ich habe mit gar niemandem mehr Kontakt. Mit wie vielen Jahren ist der Kontakt abgebrochen? 18, 19. Ja. Möchten Sie Ihrer Pflegemutter etwas ausrichten vielleicht? Nein, lieber nicht. Alles gut. Bereuen Sie, dass es alles so gekommen ist? Ich
bereue vieles in meinem Leben. Ich würde vieles ändern. Aber man kann nichts ändern. Ich würde einfach nicht so naiv sein dürfen. Einfach mal mehr zuhören. Leute, die es gut meinen, hätte ich nicht wegstoßen sollen. Leute, die es schlecht meinen, hätte ich nicht an mich ranholen sollen. Es geht viel zu schnell. Man lässt sich viel zu schnell blenden. Können Sie uns vielleicht einen Tipp geben, wie man solche Leute unterscheiden kann? Leute, die dir immer wieder auf die Nerven gehen, mach die Hausaufgaben oder wie die Eltern, wenn sie sagen, ach, geh mir nicht auf den Sack, du hast keine Ahnung. Die Eltern haben eine Ahnung. Man sollte lieber hören, man sollte eine Ausbildung machen, man sollte gucken, dass man ein normales Leben hinkriegt. Weil das, was ich habe, das ist kein Leben. Das ist kein Leben. Spritzen Sie Heroin jetzt? Seit 15 Jahren. Täglich? Ich muss. Das ist ein Kreislauf, das ist ein Kampf. Ich kann nicht schlafen gehen, ohne irgendwas einstecken zu haben, entweder Geld oder Heroin. Ich kann nicht auf. Die Augen gehen auf, das Erste, was ist, der Körper signalisiert, dir geht's scheiße, du brauchst Heroin. Das ist nur noch ein Teufelskreislauf. Wie viel Geld brauchen Sie monatlich? Täglich? Kann man gar nicht so sagen. Unvorstellbar. Was wir auf dem Tag haben. Locker 200, 300 Euro. Jeden Tag? Locker. Heftig. Wie kommen Sie denn an so viel Geld dran jeden Tag? Die Flaschen sammeln nicht zu schnurren. Wann haben Sie das letzte Mal geschnurrt? Gestern. Wie lange? Moralisch. Immer so. Ich probiere meine 15 Euro hinzukriegen und dann hole ich mir mein Zeug. Dass ich wieder Ruhe habe. Aber wenn Sie 15 Euro zusammengeschnurrt haben, fehlen da ja noch. Fehlt ja noch Geld, fehlen ja noch 185. Ich gehe aber immer wieder. Ich gehe Geld machen, nach 20 Euro, also, hole mir was. Mhm. Und wie lange brauchen dann Sie? Stehend auf. Dann wie lange brauchen Sie, um die 15 Euro zu sammeln? Mittlerweile brauche ich 1 bis 2 Stunden. Ja. Früher habe ich das in einer halben Stunde gehabt. Alles kaputt gegangen. Welches Ratschlag würden Sie sich selbst geben, sich 17-Jährige damals? Ich würde mir am liebsten selber so eine Ohrfeige verpassen, dass ich wach werde, dass sowas nie passiert wäre. Ich hätte strikt meinem Prinzip treu bleiben sollen. Ich will mit Drogen nichts zu tun haben. Nein, ich war dumm und jung. Jung und dumm. Natürlich habe ich auch viele schöne Zeiten gehabt, aber die schönen Zeiten überwiegen nicht die schlechten Zeiten. Lebt Ihr Ex-Freund noch? Keine Ahnung, ich will es auch gar nicht wissen. Kennen Sie viele, die gestorben sind an den Drogen? Sehr viele. Die letzten 2 Jahre sind pro Monat einer bestimmt gestorben. Überdosis, Nierenversagen, Organversagen. Heute waren sie da, morgen sind sie weg. Welchen Durchschnittsalter haben die Leute? Nicht wirklich alt, zwischen 20 und 40. Heftig. Wie finden Sie die Einrichtungen hier in Frankfurt? Sehr gut. Bekommen Sie Kleidung, Essen? Ohne die wäre es noch schwerer. Es ist gut, dass wir das Nachtcafé haben, wo wir nachts essen, trinken können, uns aufhalten können, bis wir schlafen können. Tagsüber die Druckräume gibt, wo man frisch Spritzen tauschen kann oder oben konsumieren kann, sauber. Ich glaube, deswegen gibt es Gott sei Dank weniger Drogentode als sonst früher. Er hat sich viel getan, Gott sei Dank. Wo kaufen Sie sich Ihre Drogen? Auf der Straße. Und welche Nationalität verkauft meistens die Drogen? Kann man gar nicht mehr so sagen. Kann man gar nicht mehr so sagen? Also Unterschiede? In den letzten 3 Jahren hat sich das so krass wohl getan.
Also wenn du gutes Material bist, hast du Glück. Welche Krankheiten haben Sie wegen den Drogen bekommen? Gott sei Dank keine. Ich hatte Hepatitis C, aber mein Körper hat sich selber geheilt. Also ich bin sauber. Körper selber geheilt, geht das? Selber regeneriert, ja. Also das heißt, Sie haben wieder Blut abgegeben oder wie auch immer und dann? Ich habe erst diese Woche, war ich erst im Krankenhaus und ich bin sauber. Ich habe keine Krankheiten, keine Hepatitis, keine HIV. Ich habe Glück gehabt in meinem Leben. Und Sie humpelten gerade, haben Sie Thrombose? Ist aber in Behandlung. In Behandlung. Woher kommt das? Im Spritzen. Im Spritzen. Einmal nicht aufgepasst. Sie verbringen ja viel Zeit auf der Straße, auch wenn es kalt ist. Oh ja. Und Sie schlafen auch auf der Straße teilweise. Und wie ist das, wie macht das Immunsystem mit? Sind Sie oft erkältet oder so? Eigentlich gar nicht. Gar nicht? Das Immunsystem ist eigentlich stärker dadurch, weil es ganz anders belastet wird. Ja. Aber ich war 4,5 Monate in U-Haft und dadurch ist mein Immunsystem natürlich wieder abgeschwächt und deswegen habe ich jetzt gerade auch das Problem ein bisschen. Weil es muss sich wieder aufbauen. Was ist die schlimmste Droge Ihrer Meinung nach? Die schlimmste Droge? Crystal. Haben Sie schon Erfahrung mit? Gott sei Dank nicht. Sind Sie für die Legalisierung? Ich bin eher für die Legalisierung von Heroin und Kokain. Ja, weil dann wäre das Zeug wenigstens sauber. Man könnte eher das kontrollieren. Verdient tut der Staat genug. Wie stehen Sie zur Tabakindustrie und Alkoholindustrie? Ist doch auch legal. Warum dann das nicht? Im Grundgesetz steht, meine Würde ist unantastbar, aber sie schreiben mir vor, was ich konsumieren darf oder nicht. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Der Besitz und Handel ist, also der Konsum ist nicht strafbar, ne? Aber der Besitz und der Handel. Aber der Konsum sitzt wieder raus, dass du besessen haben musst. Also nicht falsch verstehen. Ich hätte gesagt, ich bin auch für Legalisierung. Man kann es ja einmal ausprobieren und gucken, ob es besser ist. Wenn es schlechter ist, kann man immer noch rückgängig machen. Aber folgendes, Alkohol ist legal, sterben über 120.000 Menschen jährlich. Tabak ist legal, sterben über 70.000 Menschen jährlich. Nee, Entschuldigung, andersrum. Alkohol ist legal, sterben über 70.000 Menschen jährlich. Tabak ist legal, sterben über 120.000 Menschen jährlich. Meinen Sie nicht, dass dieses Verbot schon Leute davon abhält? Ne? Was verboten wird, lockt doch mehr an. Wenn ein Fahrradfahrer an einer roten Ampel steht und es ist verboten durchzufahren, das gibt es ja immer noch welche, die sagen, ja links und rechts ist kein Auto, ich fahre trotzdem durch. Dann fahren die durch. Aber letztendlich das rote Licht, der schränkt die Leute schon ein. Aber es macht doch neugierig. Was passiert, wenn? So eine kleine Hemmschwelle. Ich will ja nur einmal probieren. Na ja, gut, aber wenn es legal ist, denk mal, ja, so schlimm kann es ja nicht sein, weil es legal ist. Ja, man muss es ja nicht legal überall, sondern man kann es doch gezielt, so wie in Holland, über Coffeeshops machen. Man kann das gezielt machen, wo du gezielt kaufen kannst und nicht jetzt in jedem Kiosk oder sonstiges. Und was nicht, aber gezielt einfach. Du bist so lange abhängig, okay, dir gebe ich ein Rezept, so und so viel darfst du am Tag bestehen. Deine 5 Gramm das, deine 5 Gramm das. Rezeptmäßig. Wäre jedem mitgeholfen. Das Zeug wäre sauber, kaum noch Drogentode und das Schandwerfen der Straße. Wo ist das Problem? Wenn Sie eines Tages vor Gott stehen werden, was werden Sie ihm sagen? Was würde ich sagen? Ich hoffe, ich habe die Hölle hinter mir. Schlusswort an die Zuschauer. Fast niemals Drogen. Ich danke Ihnen fürs Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Leute, die dir immer wieder auf die Nerven gehen, mach die Hausaufgaben oder wie die Eltern und sag, ah,
geh mir nicht auf den Sack, du hast keine Ahnung. Die Eltern haben eine Ahnung. Man sollte lieber hören, man sollte eine Ausbildung machen, man sollte gucken, dass man ein normales Leben hinkriegt. Weil das, was ich habe, das ist kein Leben. Das ist kein Leben.